Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Ja, grüß Gott miteinander. Ich hoffe, euch geht's gut. Das ist ja richtig schön. Also, ich stelle mir erst mal vor, ich bin der Jakob Friedrich. Ich bin schwäbischer Facharbeiter. Ja, und ich habe auch einen Migrationshintergrund. Meine Eltern kommen aus Bremen. Ja. Manchmal fragen mich Leute, was ist denn eigentlich so anders zwischen Schwaben und den Bremern und so? Ne? Was ich zum Beispiel finde, ich finde, Schwaben sind viel freundlicher als Bremer. Ich finde so, wenn du irgendwie so in eine Bäckerei reinkommst, ne, im Schwabenland, da wirst du begrüßt. Grüß Gott, was darf es bei Ihnen sein? Ja, zwei normale, ja. Zwei Laugewickle, ja. So, und zwei Brezeln. Ist das alles bei Ihnen? So, und dann guckt die Verkäuferin, wie viele Brötchen sind das insgesamt? Dann sucht sie sich eine Tüte in der passenden Größe raus, dann tut sie vielleicht nur zwei Bombole rein. Ich verstehe nicht, warum die das in Bremen nicht hinbekommen. Ey, da kommst du immer so rein und sagst, ja moin, ich hätte gern zwei normale. Wie viele Brötchen sollen das dann insgesamt werden? Ich muss wissen, welche Tüte ich nehmen soll, sonst geht das hier nicht weiter. Aber was ich an den Schwaben krass finde, hier so im Schwaben, ich finde, der Schwabe, der will für sein Geld immer so richtig leiden, ja? Und das muss auch jeder mitbekommen. Ich war mal beim Arzt und ihr wisst ja, so ein Gespräch mit einer Sprechstundenhilfe ist ja normalerweise relativ leise. Es geht ja oft um sehr persönliche Sachen. Man sieht ja oft auch so ein Schild, so bitte um Diskretion. Und an dem Tag, da war einer vor mir dran, den hat die Sprechstundenhilfe so ganz leise irgendwas gefragt. Ne? Und er dann so, was? Eine Krankmeldung? Die hat nie gefragt, ob ich eine Krankmeldung brauche. Glaube sie, das nützt mir was? Ich bin selbstständig. Ja, wie sieht sie morgen zum 5 muss ich aus dem Bett, egal was ist. Ja, oder glaube sie, das bisschen Schmerzen beim Wasserlassen? Das interessiert mein Kunde. Ich dachte mir da jetzt, entspann dich doch mal so. Wenn ich mal einen Schwaben beleidigen will, ja, dann sage ich nicht so, ey, du Arsch oder so. Nee, ich frage ihn einfach, na, brauchen Sie eine Krankmeldung? Es geht aber noch schlimmer. Also das Schlimmste, was man zu einem Schwaben sagen kann, finde ich, ist folgender Satz. Ich schaff mehr wie du. Ein Bremer könnte damit nicht beleidigen, ne? Ja, wie du arbeitest mehr als ich. Wieso machst du das? Aber es ist jedes Mal das Gleiche. Wenn ich irgendwie so in den Urlaub gehen will, ne, da fragt jedes Mal mein Kollege Volker so, hast du dir den Urlaub überhaupt verdient? Denke ich mir immer, was soll denn die Frage? Natürlich habe ich mir den Urlaub nicht verdient. So. Ich muss mir doch keinen Urlaub verdienen, oder? Deshalb steht es doch im Arbeitsvertrag. Also bei mir im Arbeitsvertrag steht, der Arbeitnehmer hat Anspruch auf 30 Tage Urlaub. Ich habe noch nie einen Arbeitsvertrag gesehen, wo dahinter steht, aber nur, wenn er schön fleißig ist. Ja. Ja, ich finde, dass man sich alles verdienen muss. Das ist hier im Schwabenland so ganz tief im Rechtsempfinden verankert. Ne? Und deshalb bin ich auch froh, dass das Schwabenland keine eigene Verfassung hat. stellt euch mal so den ersten Artikel vor. Die Würde des Menschen, der beim Schaffen nicht schwitzt, ist antastbar. Ja. Ich hab mir auch mal überlegt, warum haben so viele Schwaben neben der Arbeit eigentlich in Wengert? Wengert ist klar, gell, in Weinberg. Ich glaube, das liegt nicht daran, dass der Schwabe irgendwie sagen will, so, Wein steht für Genuss und Wein steht für Lebensfreude. Ich glaube, der Schwabe will einfach nur sagen können, Wochenend, ich weiß gar nicht, was das ist, am Samstag bin ich draußen in Wengert und schaff da. Ja. Die Frage fleißig oder faul, die durchzieht im Schwabenland so den ganzen Alltag. Ja, sogar 2 Minuten vor der Mittagspause, wenn sich alle so die Hände waschen und so. Da fragt der Volker immer den, der vor ihm dran ist, so, was muss ich nicht zu der Hände waschen? Du hast schon den ganzen Tag nichts geschafft. Ja. Sogar in technischen Zusammenhängen findet man ab und zu mal die Frage nach dem fleißig oder faul. Ist mir damals in der Berufsschule aufgefallen, ne? So in der Elektrotechnik. Da hat der Lehrer immer gesagt, der Strom geht immer den Weg des geringsten Widerstandes, das ist halt ein fauler Hund. Aber ich muss euch sagen, nach 16 Jahren Metall- und Elektroindustrie habe ich immer noch so ein bisschen Anpassungsstörungen. Da müsst ihr wissen, ich war Waldorfschüler. Ja.
Ja, ist echt so. Ich bin einfach so ein WWW-Typ, ja. Und viele von meinen Kollegen sind eher so ZDF-Typen. Also ich erkläre euch mal kurz, was ich damit meine. So ein WWW-Typ, der fragt immer nach dem Wieso, Weshalb, Warum. Ne? Also ich möchte dann irgendwie so wissen, was ist das für eine Maschine? Wie funktioniert das und warum bringt das die Menschheit weiter? Ja? Und so ein ZDF-Typ, der fragt immer eher so nach Zahlen, Daten, Fakten. Der will dann wissen, wie groß ist die Maschine? Was hat die gekostet? Wie viele Kilowattstunden braucht die pro Schicht? Ja, und so ZDF-Typen, die gibt es ja wie Sand am Meer. Die haben ja sogar ihren eigenen Fernsehsender. Ja. Ihr kennt doch bestimmt den Sender D-Max, oder? Habt ihr schon mal gesehen, wenn auf D-Max eine Reportage über Maschinen läuft? Das ist nicht so im WWW-Stil wie bei Sendung mit der Maus, ne? Also da hörst du nicht so, hallo, heute zeigen wir euch eine ganz besondere Maschine. Sie stellt Luftballons her. Wie das funktionieren soll, haben wir auch nicht gewusst. Also haben wir nachgefragt. Das ist der Christoph. Und der Christoph zeigt euch jetzt, wie aus dieser grauen Klippermasse schöne Luftballons werden. Ne? Aber zuerst müssen wir euch noch bla bla bla. So, ne? Aber wie funktioniert das? Was passiert da und so? Und bei D-Max, da klingt das dann immer eher so. Monstermaschinen. Sie sind mächtige Kraftprotze. Meister der Zerstörung. Wo sie auftauchen, bleibt kein Stein auf dem anderen. Nicht einmal Stahlbeton hält ihnen stand. Dieses Monster vertilgt pro Stunde circa eine Tonne Kautschuk und produziert dabei bis zu 100.000 Luftballons. Doch nicht einmal diese beeindruckenden Zahlen können mithalten mit unserem nächsten XXL-Giganten. Unser Platz 3 der mächtigsten Maschine. Dieses Monster produziert Wattebäuschen am laufenden Meter. Ja. Ey, so ein ganz krasser ZDF-Typ ist auch mein Nachbar Jürgen so, ne? Mein Nachbar Jürgen, der hat auch so wie ich einen technischen Beruf und ich habe ihm mal erzählt, dass ich in meiner Ausbildung Blechdruckmaschinen gebaut habe. Ne? Habe ihm erzählt, wie das so funktioniert, wie da, für was man das braucht, ne? Wie da das Blech so ausgerichtet wird, wie es bedruckt wird. Und danach kommt es zum Trocknen in so einen 30 Meter langen Ofen. Ne? Und der Jürgen dann so, 30 Meter? Spielzeug. 30 Meter, bei unseren Maschinen ist das nur der Anlasser. Ich glaube, so ZDF-Typen, die gibt es nur in technischen Berufen, oder? Also ich kann mir das bei Ärzten irgendwie nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ärzte irgendwie sowas sagen wie, du behandelst entzündete Fingernägel. Spielzeug. Pass mal auf, ich bin in der Notaufnahme. Unter zwei abgehackten Fingern fangen wir gar nicht erst an. Ja. Aber trotz den ganzen Anpassungsstörungen, meine Kollegen mögen mich. Und das habe ich schwarz auf weiß. Das steht in all meinen Arbeitszeugnissen. Da steht immer drin, er war bei seinen Kollegen stets beliebt. Ja, die sind echt nett bei mir. So, ich war jetzt auch bei meinem Chef und habe mir die Erlaubnis geholt für Nebenverdienst. Ne? Weil ab und zu kriege ich ja mal so eine Gage für meine Auftritte. Habe ihm das so erklärt und mein Chef so, klar, mach das. Das ist bestimmt ein guter Ausgleich für dich. Also er hat es halt auf seine Art gesagt. Dann musst du beim Schaffen nicht so viel reden. Ja. Aber mal was anderes. Wisst ihr, was ich das Unaufrichtigste am Arbeitsleben finde? Ich finde, das Unaufrichtigste ist, wenn man in eine neue Firma kommt und man hat seinen ersten Arbeitstag. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hasse es wie die Pest. Ja, man hat noch keine Ahnung, um was es geht. Aber man muss die ganze Zeit so total engagiert tun, so... Ich finde, das ist ungefähr so aufrichtig wie das Getue von den Leuten in den Werkzeugkatalogen. Das kennt ihr doch bestimmt, ne? So, das ist halt so ganz normales Werkzeug. Und die so, wow, dieser Schraubendreher bringt frischen Wind in ihre Werkstatt. Benutzerfreundlich und ergonomisch, bei maximaler Sicherheit. Seit ich diesen Schraubendreher habe, macht die Arbeit wieder Spaß. Und da sehe ich den Volke mit genau dem gleichen Schraubendreher. So, was ist denn das für ein Scheiß? Das haben wir früher nicht gehört. Das kannst du vergessen da. Aber ich finde so dieses ganze Getue, ja, das geht schon los beim Vorstellungsgespräch. Jetzt bewirbt man sich auf irgendwie so einen normalen Job, sagen wir mal irgendwas Langweiliges, ja, so Exzenterpressen bauen oder so. Man muss die ganze Zeit so tun, als würde es da um einen Job gehen, der genauso spannend ist wie Astronaut. Wow, ich habe schon als Kind aus Lego Technik immer nur Exzenterpressen gebaut. Ich finde das sehr spannend. Von wegen. Freund von mir ist Polizist. Das finden alle total interessant. Der wird die ganze Zeit mit Fragen gelöchert. Ja, die ganze Zeit heißt es dann irgendwie so, du bist Polizist? Ey, geil, hast du auch eine Knarre?
Bei mir heißt es immer so, du bist Mechatroniker. Ach, okay, es wird bestimmt auch gebraucht. Da kommt dann immer noch so ganz gelangweilt, so aus Höflichkeit die Frage hinterher, so, was machst du da so? Da versuche ich das halt immer so ein bisschen zu erklären, so, ja, so, ich verdrahte Schaltschränke und billige Energieschleppketten. Soll ich das mal kurz erklären? Ich glaube, ich kann es mir vorstellen. Cool. Das ist doch nicht cool. Das ist ungefähr so langweilig, wie sich's anhört. Ja. Aber ich glaube, es gibt viele Jobs, die sind nicht spannend, oder? Es ist nicht das, was man sich als Kind vorgestellt hat, oder? Sind wir mal ganz ehrlich. Ich glaube, folgender Dialog hat noch nie stattgefunden. Na, was möchtest du denn mal werden, wenn du groß bist? Wenn ich groß bin, dann werde ich Sachbearbeiter bei einer Versicherung. Aber ich finde, das ist genau das Getue, das man an seinem ersten Arbeitstag vermitteln muss. Ja, du musst ja alle Informationen so total interessiert entgegennehmen. Oft ist er irgend so ein Typ aus der Personalabteilung, der führt dann da so durch die Firma, ne? Und der textet einen dann voll. Also, wir stehen hier gerade vom schwarzen Brett. Hier können Sie zum Beispiel sehen, wann ist ein Feiertag, wann brauchen wir einen Brücketag. Wir laufen jetzt mal weiter. Da ist übrigens die Toilette. Ah, kenne ich. Also habe ich auch schon. Man versucht sich ja dann auch irgendwie mal alles zu merken, was da einem erzählt. Ne? Der kennt ja dann gar keine Gnade, so der Typ aus der Personalabteilung. Wir sind jetzt hier gerade in Gebäude 2. Hier ist die Serienmontage für die 3er-Serie, 4er-Serie und auch die 5er-Serie. Manchmal ist auch ein bisschen Kundenrevision. Das ist so ein bisschen saisonabhängig. Hier sehen Sie zum Beispiel gerade 5 von den 3er-Serie. Die 2 in der Mitte kriegen Vorschubsbegrenzer. Das erkennen Sie an dem Blech. Das ist normalerweise ist das auf die andere Seite nachgeschraubt. Da fehlt allerdings gerade noch die Umlenkmechanik von der Vorschubsbegrenzer. Deshalb stagniert es an der Stelle gerade auch ein bisschen. Wir versuchen das in den Fertigungsaufträgen immer so darzustellen, dass es gleich ersichtlich ist, ob man loslegen kann. Also einfach mal ein bisschen im Hinterkopf behalten, gell? Ja. Ist aber nicht so wichtig, weil die ganze Abteilung zieht bald um in Gebäude 1. Das ist, wenn Sie da hinten die Treppe auflaufen, neben der Konstruktion bei Herrn Müller, den haben Sie ja auch schon kennengelernt, gell? So. Scheiße, Herr Müller, wer war das jetzt noch so? Der Typ, der könnte mir in dem Moment wirklich alles erzählen. Ich würd das überhaupt nicht merken. Der könnte auch sagen, so, manchmal läuft ja auch der Michael Jackson durch mit dem rosanen Elefanten. So, Das ist dann immer so der Punkt, da denke ich mir so, Jakob, jetzt hör zu, das ist wichtig, ja? Den ersten Eindruck, den darfst du nicht verkacken. Da denke ich mir so, wieso redet er auf einmal über Essen? Gibt manchmal auch Linse mit Spätzle und Seidewürstel und Snack zwischen Schokopudding mit Sahne. Hey Leute, ich sag... Also, ich habe mir mal überlegt, so, mein Kollege Volker, ne, der ist irgendwie so, ich habe immer so das Gefühl, sein Opa war schon Metaller, sein Vater war schon Metaller und ich glaube, der Volker, der hat nicht so wie ich einen Beruf gelernt irgendwann mal, sondern ich glaube, der Volker ist gebürtiger Facharbeiter. Ja, ich habe mir mal überlegt, wie die Geburt vom Volker so ungefähr abgelaufen sein könnte, ne, also... Da war da so die Hebamme, so schön mit der Kittelschürze, gell? So, jetzt drücken Sie mal noch ein bisschen, Sie müssen noch ein bisschen drücken. Ja, so ist gut, das Kind kommt, ja, so ist recht. Drücken Sie noch ein bisschen drücken, das Kind ist gleich da. So, und da ist das Kind, oh, wie süß. Und die Mutter, die wollte natürlich wissen, so, und, ist das ein Bub oder ein Mädchen? Ich glaube, das ist ein Bub. Was heißt, Sie glauben, hat der ein Schnäpperle oder nicht? Ich sehe es nicht, der trägt die blaue Latzhose. Aber das habe ich schon öfter erlebt. Das können Sie mir glauben, mich jetzt auch gewundert, wenn da kein Schnäpperle drunter wäre. Da war der Volker erstmal so auf dem Arm von der Hebamme, ne? So mit dem Schnuller im Mund, so hat die Hebamme angeguckt, nimmt den Schnuller raus. Für was muss ich denn jetzt zu den Händen waschen? Du hast schon den ganzen Tag nichts geschafft. Dankeschön.